Moin und herzlich willkommen zur 339. Edelmetall-Tagesausgabe der Formationstrainer am Mittwoch, dem 1. August 2012. Mein Name ist Hamedes Naschari alias Wolke P und die Edelmetalle unter Druck. Silber minus 1,8%, Gold minus 0,8% in Euro, weniger bärisch minus 0,3%, Silber minus 1,3%. Der US-Dollar-Index ist bullish, plus 0,7%. Und die Minenwerte damit ebenfalls unter Druck, minus 1,35%. Silber macht heute ein tieferes Hoch, es macht ein tieferes Tief. Wir bekommen hier eine klare Verkaufsformation in der Stochastik und wir haben ein fallendes Momentum. Und mit dieser großen und hässlichen roten Kerze ist rein technisch gesprochen die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das tiefere Tief morgen machen werden und diese Bewegung nach unten fortsetzen werden. Aber es gibt hier zwei Probleme, aus Sicht der Bären gesprochen. Art 1, wir haben hier eine sehr, sehr wichtige Unterstützungszone, die kennen Sie, zwischen der 27,35 $ und der 27,50 $. Und hier haben wir auch die 20-Tage-Linie. Und diese Zone bei 27,50 $ ist eben auch übergeordnet eine wichtige Zone. Über diese Widerstände um die 28,50 $, 28,70 $ hatten wir zuletzt gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über die Unterstützungen. Schauen Sie sich das an, diese Marke hier, Widerstand, Unterstützung. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung gebrochen und die Bullen versuchen dann wieder diese Unterstützungszone sich zurückzuholen, versuchen es 5 Wochen lang, bis es ihnen gelingt. Das, was ehemals Widerstand war, ist jetzt natürlich potenzielle Unterstützung. Darüber muss man sich eben auch übergeordnet im Wochenchart im Klaren sein. Noch wichtiger ist, dass morgen EZB-Zinsentscheidung und natürlich Herr Draghis Pressekonferenz auf uns wartet. Heute hatten wir das Sitzungsprotokoll der FED bekommen, die FED. Und damit hatten die meisten Marktteilnehmer gerechnet, kein QE3 aktuell. Womit aber einige geliebäugelt hatten, war, dass die Niedrigzinspolitik, die bis zum Ende des Jahres 2014 von der Fed schon versprochen ist, eventuell nochmal über diesen Zeitrahmen verlängert werden würde. Dem ist nicht so. Darüber haben sich einige enttäuscht geäußert. Operation Twist läuft geplant weiter. Und dann muss man dazu sagen, dass die Inflationsrate von 2%, was angestrebt wird, bei weitem nicht erreicht worden ist. Und das hat den Edelmetallen wehgetan. Derzeit spricht die FED in ihrem Sitzungsprotokoll davon, dass das Wirtschaftswachstum eher rückläufig ist. Im Juni hatten sie noch von einem leichten Zuwachs gesprochen und daraus meinen einige Experten, daraus lesen zu können. An den anderen Aussagen, ich gehöre nicht dazu, ich gebe nur wieder, was ich gelesen habe, dass die FED derzeit sich zwischen den Zeilen etwas offensiver äußert, einen Stimulus, einen monetären Stimulus den Märkten zur Verfügung zu stellen, falls hier dieser Wirtschaftsrückgang sich fortsetzen sollte. Aber es ist nicht die FED-Entscheidung, die für den Markt entscheidend ist, sondern EZB ist morgen das, was die Märkte bewegt. Einige sagen, Herr Draghi hat sich die Messlatte so hoch gehängt, er kann nur unten drunter durchgehen. Man wird abwarten müssen, was die EZB jetzt für eine Entscheidung für die Märkte bereithält. Man muss sich auch bitte darüber im Klaren sein, dass einige Chefkritiker der EZB mit da drin sitzen, zum Beispiel der Chef der Bundesbank, Jens Weidemann, der ein großer Gegner des Ankaufes von Staatsanleihen ist. Insofern, einige sagen, es wird mit Sicherheit keine Staatsanleihenkäufe geben. Andere sagen, es wird welche geben. Wir können nur raten. Technisch gesprochen haben die Edelmetalle jetzt Platz, diese Bewegung nach unten fortzusetzen. Mit dem Wissen, dass hier sehr, sehr viel Unterstützung ist und mit dem Wissen, dass morgen EZB Zinsentscheidung um 13.45 Uhr und um 14.15 Uhr die Pressekonferenz sein wird. Gold, ähnlich wie Silber, mit einer hässlichen roten Kerze, tieferes Hoch, tieferes Tief, einer klaren Verkaufsformation und es sah initial nicht so aus, denn die K-Linie hatte sich hier lange Zeit oberhalb der 80er Marke gehalten und auf die D-Linie gewartet und heute kommt die D-Linie oberhalb der 80er Marke an und fragt sich, ja, wo ist denn die K-Linie geblieben? Die K-Linie ist abgetaucht, die macht eine Verkaufsformation, wir haben ein fallendes Momentum, wir haben diese absteigende Trendlinie, die uns lange Zeit beschäftigt hatte, bullisch gepierst, aber was passiert? Wir tauchen sofort wieder unten drunter ab und Sie wissen, was ich von solchen Trendlinien halte, nichts. Wir haben noch 3 Stunden Handel
Zeit und dann wird man sehen, ob wir tatsächlich oberhalb oder unterhalb dieser Marke schließen werden. Es ist eher wahrscheinlich, dass wir unterhalb dieser Marke schließen werden. Ich kann Ihnen das hier einmal im 4-Stunden-Chart zeigen. Schauen Sie sich das an. Wir kommen hier runter. Erst kamen dann die Ergebnisse der neu geschaffenen Stelle. Die fielen positiver aus als erwartet und damit haben dann einige gesagt, okay, Gold und Silber werden nicht so gebraucht und dann wurde der Markt abverkauft, aber wir schaffen es dann doch noch per 4-Stunden Schlusskurs diese Marke zu halten und dann kam das Ergebnis der Fett des Sitzungsprotokolls und dann wurde der Markt nochmal ausverkauft und wir schließen unterhalb dieser Trendlinie und das ist jetzt natürlich potenzieller Widerstand im 4-Stunden-Chart. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Bullen die Kraft haben werden, sofort durch diese Linie durchzugehen. Ich lösche sie schon mal vorab, falls wir es doch noch schaffen sollten, überraschen, oberhalb dieser Marke zu schließen. Das ist in etwa bei 16.09, dann werde ich Ihnen diese Linie morgen wieder bereithalten. Das, was wir aktuell machen, nachdem wir hier 1, 2, 3 Kerzen mit einem höheren Hoch und höheren Tief gemacht haben und das sind sehr schöne, sehr große weiße Kerzen, ist das hier bis zum Beweis des Gegenteils eine klassische Bull-Pullback-Bewegung, die hier aber auch noch ein bisschen Platz hat, noch nicht fertig ist und vielleicht noch einmal diese Zone zwischen 15.91, 15.94 und der 20er und der 50-Tage-Linie testen möchte. Bis zum Beweis des Gegenteils, wie gesagt, ist das ein Bull-Pullback. Das, was ich Ihnen zeigen kann, ist, es mutet so langsam ein wie ein aufsteigendes Dreieck. Das hier ist die horizontale Marke, das ist das aufsteigende Dreieck. Diese Marken, diese Formationen werden eher bullisch aufgelöst, als dass sie bärisch aufgelöst werden. Bedeutet, wenn wir unter diese Marke bei 15.62 gehen sollten, dann ist diese Formation bärisch aufgelöst worden. In der Regel werden sie bullisch aufgelöst. Dafür müssen wir per Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 16.27 schließen. Und dann haben wir in etwa 80 Dollar Platz, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass wir hier dieses aufsteigende Dreieck noch ein bisschen weiter eingrenzen können mittlerweile. Denn wir haben eine neue aufsteigende Trendlinie, die wir hier zeichnen können. Wir machen hier Eigenschaften des Systems, zeichnen das ein bisschen schmaler, da das nicht die Haupttrendlinie ist, sondern eine schmalere, eine eingrenzende Trendlinie ist und die ist dann per Tagesschlusskurs morgen im Bereich von 15.90. Bitte beachten Sie auch diese Trendlinie, wenn die nicht halten sollte, wenn die 20er, 50er und die nicht halten sollten, dann geht es hier im Bereich von 15.63. Wichtige Unterstützungszone in diesem Bereich. Wie gesagt, abzuwarten, was die EZB dann für uns als Entscheidung bereithalten wird. Der US-Dollar-Index war gestern im Bereich einer überverkauften Zone hier herangelaufen und wir hatten uns dazu noch den Euro-Dollar-Chart hier im Tageschart angeschaut und wir hatten miteinander besprochen, dass wir hier im Bereich einer dreifachen Widerstandszone sind und dass die Bullen schon ganz schön weit gelaufen sind und dass sie müde sind. Wenn ich nicht wüsste, dass heute politische Entscheidungen anstanden, würde ich sagen, ja, so eine Kerze kann auch einfach dadurch entstehen, dass sie hier an dieser mehrfachen Widerstandszone scheitern. Wir versuchen das höhere Hoch, scheitern aber daran und dann machen sie das tiefere Tief. Das, was wir jetzt hier machen, mit dieser wirklich bullischen Kerze, die im Bereich des Tages hochs schließt, lässt eher vermuten, dass die Bewegung nach oben fortgesetzt werden kann. Sie sehen, wir haben hier eine steigende Momentumlinie. Wir haben hier noch keine Kaufformation in der Stochastik. Allerdings die K-Linie steigt, die D-Linie fällt. Möglich, dass man morgen eine Kaufformation bekommt. Das, was wir nicht kriegen hier in dieser bullischen Bewegung, ist Volumen. Wir haben ein bisschen Volumen, aber es ist nicht richtig versprechend. Und vor allen Dingen, wir sind auf der falschen Seite der 20-Tage-Linie. Und wenn man sich das Ganze eben auf Wochenchartbasis anschaut und wir sind natürlich noch nicht am Ende der Woche, wir haben ein fallendes Momentum und Sie sehen, was gerade passiert. Die K-Linie kommt aus dem überkauften Bereich zurück und macht hier eine Verkaufsformation bis zum Beweis des Gegenteils. Und nochmal, rein technisch gesprochen, ist das hier eher ein Bear Pullback, was der US-Dollar-Index macht. Und wir haben hier genauso ein Gap offen gelassen, was wir hier zumachen könnten. Genauso wie wir es auf dem Weg nach oben ein Gap offen gelassen haben. Aber wir können nicht rein technisch sprechen, sondern wir müssen die EZB-Morgenentscheidung abwarten. Bleiben Sie geduldig. Lassen Sie bitte die Nachricht in den Markt kommen. Lassen Sie den Markt die Nachricht verdauen. Es wird einige Zeit dauern. Da wird Volatilität im Markt sein. Und dann wird man in aller Ruhe erkennen können, was der Markt denn für einen bereithält. Morgen natürlich wieder die Intraday-Ausgabe, allerdings werde ich nicht so lange warten können, bis die EZB-Pressekonferenz vorbei ist. Ansonsten ist einfach diese Videoausgabe zu spät da, aber den S&P 500 wird Ihnen natürlich ebenfalls Silber zur Verfügung stellen. Und ich hoffe, dass wir uns alle spätestens morgen Abend zur Tagesausgabe wiedersehen und wieder hören werden. Wenn Sie derzeit noch aktiv im Markt sind, bitte sichern Sie Ihre Positionen ab, reduzieren Sie Ihr Risiko. Es sind volatile Stunden, die vor uns stehen
könnten. Und da wollen sie immer auf eine Nummer sicher gehen. Es wird wieder einfachere Zeiten geben, in denen man traden kann. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo man Geld macht, sondern durchaus, das ist der Zeitpunkt, wo man Geld verlieren kann. Insofern nehmen Sie bitte Ihr Risiko aus dem Markt. Und wenn Sie Risiko im Markt haben, dann hoffentlich nur mit einem Stop-Loss. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und uns gewogen. Wolke P.